Und zum Schluss kommen wir jetzt noch nach Frankreich. Vor 2 Jahren ist ja die berühmte Pariser Kathedrale Notre-Dame in Flammen aufgegangen. Die Renovierungsarbeiten sind immer noch im Gange und werden wohl noch lange andauern, wie Leonie Heitz aus Paris berichtet. Eigentlich sollte bald ein neuer Frühling für sie beginnen. 2 Jahre nach dem Brand wollte man von den Sicherungs- zu den Renovierungsarbeiten übergehen. Doch bei seinem heutigen Besuch kann Macron das leider nicht verkünden. Es ist nur eine Etappe erreicht. Wir sehen ja, wie viel noch zu tun bleibt. Trotzdem sind wir stolz. Wir haben in 2 Jahren viel geschafft. Vor allem der Dachstuhl und der Spitzturm sind beim Brand zerstört worden. Für einen Moment drohte die gesamte Kathedrale einzustürzen. Das Feuer war für uns etwas Unfassbares und Unerklärliches. Es war surreal, als ob es nicht wirklich passiert. Das Blei, das beim Brand freigesetzt wurde, musste zunächst entfernt werden. Und auch die Pandemie hat die Arbeiten verlangsamt. Dennoch soll die Kathedrale in 3 Jahren wieder begehbar sein. Ob der Zeitplan wirklich einzuhalten ist, ist fraglich. Doch Emmanuel Macron hält fest an dieser guten Nachricht, die er und Frankreich im Moment so dringend gebrauchen können.